meine Damen und Herren, lassen Sie sich von unserem Special Guest jetzt nicht täuschen. Ihr spektakuläres Aussehen kann Ihre dunklen Seiten nicht verhehlen. Ich freue mich jetzt. Hier ist Cindy aus Mozart. Dass du bei uns bist. Du weißt, dass dein Handeln öfters gegen das Gesetz verstößt. Und, mein Handel? Ja, das, mein Handeln. Was du tust. Ach so, ja. Und deshalb werden dich jetzt zwei Polizisten ins Verhör nehmen. Okay. Und damit du dir so richtig Gedanken machen kannst, möchte ich dich bitten, dich mit dem Rücken zu uns zu setzen und den Kopfhörer auf mit deine Öhrchen zu tun. Ich hab Angst, ich habe Angst, ich hab ein bisschen Angst. Entschuldigung, hat der Stuhl mal gepasst? Ja, natürlich. Cindy! Hörst du? Nein. Gut, dann wollen wir sagen, Cindy weiß von ihrem Verbrechen nämlich noch nichts. Aber ihr wenigstens solltet es jetzt alle wissen. Cindy hat Unmengen von Viagra ins Berliner Trinkwasser gemischt. Hat natürlich Vorteile, spart Praxisgebühr, ist aber dennoch gegen das Gesetz. Deswegen würde ich sagen, geht mal ran an sie, ihr beiden, Tietje und Olli. Nehmt sie hart ran, lasst euch von dem sensiblen Äußeren nicht täuschen. Ja, das gehört alles schon zum Verhör, Fräulein. Das haben Sie sich selber eingebrockt. Erst haben Sie diesen Kopfhörer geklaut. Kann den mal gerade. Dachten Sie, die Bevölkerung steht zu Ihnen? Wer soll denn sonst zu mir stehen, außer die Bevölkerung natürlich? Ja, aber was soll ich eigentlich? Ich dachte, ein paar Polizisten kommen. Nicht ein paar Hampelmänner. Was ist denn das, was der andere halber eigentlich? Aber nicht in dem Ton. Wo haben Sie das Zeug her? Ich habe das gefunden. Ja, wo lag das denn auf der Straße? Ich war mit meiner besten Freundin Shania unterwegs gewesen und da hat sie gesagt, guck, das liegt auf der Erde, nimm das mit. Und dann ist es gut, also habe ich es mitgenommen. Und dann haben Sie gleich gedacht, weg damit oder wie? Nee, ich wollte zu Hause das noch ein bisschen behalten und habe gesagt, vielleicht kann ich es noch gebrauchen. Shania hat gesagt, schmeiß es weg. Ich habe gesagt, ich nehme es mit. Also. Was wollen Sie denn damit? Na, was man hat, hat man. Ja, eben nicht. Wissen Sie überhaupt, was das Zeug kostet? Es gibt alte Männer, die sparen jahrelang da drauf. Schreien Sie mich nicht an, ja? Nicht in den Ton. Wissen Sie, was das kostet, ja oder nein? Ja, dafür kann ich doch nicht. Ich krieg auch Hartz 8. Fragt mich einer danach. Bei Hartz 8 kriegt man das? Vielleicht sollte ich den Dienst doch quittieren. Ja, Hartz 8, zweimal Kindergeld und normale Geld. Und dann habe ich gesagt, okay, nimmst du das mit und behältst es zu Hause. Und ich weiß nicht, warum ich jetzt hier sitze und hier angemacht werde. Das sagt einem doch der gesunde Menschenverstand, dass man das nicht darf. Also wer ist denn der Polizist? Haben Sie es denn... Wollen wir mal nicht von Menschenverstand reden. haben Sie es denn selbst auch ausprobiert? Ja, aber das schmeckt nicht. Nein, das ist ja auch nicht zum Schmecken da. Ist nicht zum Naschen. Ne? Ja, aber was soll ich sonst machen? Ich hab's bei meiner Tochter Jenny Lee probiert, der hat's auch nicht geschmeckt. Da hab ich gedacht, okay, dann mag ich's. Das ist ja unglaublich. Was haben Sie sich noch eine Anzeige aufsetzen? Ihrer Tochter, was haben Sie sich da bei Ihrer Tochter erhofft? Dass sie endlich mal vernünftig quatschen kann. Ja. Also zum Quatschen gibt's andere Sachen. Wirklich? Das wahrlich nicht. Das nimmt man, wenn man eben keine Lust zum Quatschen hat. Ist doch klar. Schluss ist mit dem Gequatsche. Hören Sie mal. Haben Sie denn mit Männern in dieser Beziehung so viel enttäuschende Erfahrungen gemacht? Ja, ich habe, also der Enrico ist ja im offenen Vollzug. Ja. Und der hat gesagt, ich soll ihm das mitbringen, weil der abends immer um 18 Uhr rinnen muss. Und dann hat gesagt, okay, ich nehme das mit. Janini schmeckt das nicht, also nehme ich es mit. Was soll ich denn jetzt machen? Und welche Auswirkungen hat es bei Enrico? Weiß ich nicht, der ist ja ab 18 Uhr weg, kümmert sich doch keiner um mich. Ich weiß echt nicht, was ich...
Wenn er das im offenen Vollzug benutzt, dann vergeht er sich vielleicht an den anderen Häftlingen in seiner die Not. Die haben doch sonst noch nichts zu tun. Ja, das ist es ja. Das ist es ja. Aber warum die ganze Stadt, warum soll die ganze Stadt das Zeug nehmen? Ich finde, Mann. Die können das ruhig ein bisschen hier brauchen und deswegen finde ich das völlig in Ordnung, was die gemacht haben. Und ich weiß nicht, warum ich hier schon seit einer halben Stunde sitze. Ja, wie groß waren die Menge, die sie losgeworden sind? Naja, es kommt drauf an. Also auf dem Schulhof habe ich 3 Kilo verkloppt. Schulhof? Und bei Edeka habe ich so einen Stand aufgemacht, da habe ich dann auch nochmal 2 Kilo verkauft. Und dann wurde die ganze Sache zu heiß und sie mussten das Ganze loswerden. Ja. Und haben dann eine große Charge praktisch weggekippt. Das ist eine Überdosis. Es gibt Männer, die können sich gar nicht mehr hinsetzen, ihretwegen. Verstehen Sie? Die laufen den ganzen Tag so rum. Das sind Schmerzen auf die Dauer. Viele Menschen zahlen dafür beim Arzt eine Standgebühr. Ja. Aber... Mich hat auch keiner gefragt, als ich mir in Polen habe eine Schönheitsoperation machen lassen für 120 Euro, konnte ich auch 4 Wochen nicht laufen, weil ich mir aber die Lippen aufspritzen lassen. Und nur weil Männer mit Viagra nicht klarkommen, kann ich doch nicht schaffen. Aha! Sie wollten ja so rächen. Ja, natürlich. Die Rache am männlichen Geschlecht. Nie wieder laufen sollen sie können. Bis sie ihre Strafe abgesessen haben, wird wohl eine ganze Menge Wasser den Bach runtergeflossen ja. sein. Oder die Spray runter, nicht? Ist das ja. so schlimm, dass ich Viagra in irgendwie so in diese Wasserdings drin gemacht habe oder so? Ist das unrichtig? Ja.